Hallo und herzlich willkommen zu einem Tutorial zu Horizon Zero Dawn. In dem heutigen Tutorial dreht es sich primär um Scherben und legendäre Spulen. Das Ganze machen wir hier in dem Wüstengebiet. Es dreht sich um dieses Donnerkiefer-Areal hier. Ich zoome nochmal ganz raus. Hier befindet es sich. Und zwar ist das ganze Spiel geht folgendermaßen. In diesem Areal sind zwei Donnerkiefer. Donnerkiefer geben nun mal den meisten Loot, da es vom Spiel her gesehen die stärksten Kreaturen sind. Es gibt auch noch andere, aber hier ist es am leichtesten. Was ich damit meine, ist Folgendes. In diesem Areal sind nicht nur Donnerkiefer, sondern auch Lanzenhörner, wo ihr noch Lohe bekommt, die ja auch für die Sprengschleuder relativ entscheidend sind. Das ganze Spiel ist total einfach. Ihr braucht einen Kriegsbogen. In meinem Fall habe ich schon den Logenkriegsbogen. Den bekommt ihr, wenn ihr alle Glutsonnen in allen Jagdgebieten abgeschlossen habt. Das schwerste Jagdgebiet ist für Stufe 3, ist ab Stufe 30 verfügbar, beziehungsweise ihr könnt es auch schon vorher machen. Da werde ich vielleicht auch noch das ein oder andere Tutorial zu machen zu den Jagdgebieten. Aber ihr könnt euch auch einen kaufen bei einem Händler. Es geht um diesen Verderbnispfeil. Der ist dazu da, um Maschinen gegeneinander aufzuhetzen. Dafür müsst ihr die Maschinen auch nicht überbrücken können. Ich selbst kann es zu diesem Zeitpunkt auch nicht, also ich kann keinen Donnerkiefer überbrücken, sondern schieße im Prinzip nur Verderbnispfeile auf sie. Ihr braucht dafür 10 Reinholz, 5 Scherben und 2 Metallbrand. Metallbrand ist relativ selten. Das bekommt ihr nur von verdorbenen Maschinen oder manchen Händlern, wobei ich persönlich noch keinen Händler gefunden habe, der das verkauft. Aber wenn ihr auf der Karte hier diese verdorbenen Zonen macht, wo ist ja denn jetzt zum Beispiel eine hier? Das ist das Symbol für eine verdorbene Zone. Hier befinden sich verdorbene Maschinen und von denen bekommt ihr diesen Metallbrand. Und allgemein gibt es ja vor allem im Wüstengebiet oftmals Patrouillen, wo zwei, drei verdorbene Rotaugenwächter mit dabei sind. Da solltet ihr auch Metallbrand herbekommen und natürlich von Verwüstern, Todbringern und was es nicht so alles gibt. So, viel Geplänkel. Nach Möglichkeit habt ihr schon den Zweifachschuss. Dreifachschuss ist natürlich am optimalsten. Ich habe es noch nicht, aber zwei Pfeile reichen, damit der Donnerkiefer mal denkt, wir sind mal sauer auf den da hinten. Ich komme hier raus. Das dauert manchmal ein bisschen, bis der rafft, was man von ihm eigentlich will. Meistens greift er schon der andere an. Ne, noch nicht. Er ist außer Reichweite. So, ein bisschen näher kommen. Aber wie ihr seht, die trampeln halt auch die Graser platt, von denen ihr dann auch den Loot bekommt. Und jetzt heißt es eigentlich nur abwarten und Tee trinken, bis die beiden Donnerkiefer kurzen Prozess miteinander gemacht haben. Das dauert immer ein bisschen unterschiedlich lange, weil die manchmal ein bisschen sich Zeit lassen. Aber ihr könnt hier ganz entspannt sitzen. Diese Pfeile auf die drauf schießen, das sind mal mehr, mal weniger und wartet einfach ab. Die stehen jetzt gerade nur ein bisschen doof zueinander. Und einer hat noch sehr, sehr viel Leben im Verhältnis. So, jetzt war der eine mal in Reichweite. So, das ist jetzt ein
bisschen doof gelaufen, aber ist auch kein Problem. Der Nanakief hat ja jetzt schon ungefähr ein Drittel weniger Leben. Kämpft jetzt noch gegen die anderen beiden Graser, hat die auch gekillt. Dafür kriegt ihr leider keine Erfahrungspunkte, aber für jedes Bauteil, was die untereinander absprengt, kriegt ihr Erfahrungspunkte. Und das Gute ist, Immer schön leise. ein Schuss, beide Dinger sind weg. Der sieht einen dann. Problem, also das heißt Problem. Das Gute für uns ist, der kommt hier nicht hoch. Egal was er tut, wenn ihr hier oben steht, kann er euch nicht angreifen. Außer mit diesem Ding, das er da oben drauf hat. Das solltet ihr möglichst zügig abkriegen. Aber da der Dornenkiefer gegeneinander gekämpft haben, sollte das eigentlich auch kein Problem sein. Optional könnt ihr ihm dann noch hier vorne am Kopf die beiden Schwachpunkte weghauen. Die, mit denen er jetzt gerade schießt. Können nervig sein, aber ist jetzt auch kein Muss. Die Zersprengerpfeile könnt ihr euch eigentlich auch sparen. Und dann könnt ihr eigentlich, das Leichteste ist, die einzufrieren. Und dann einfach mit der Sprengschleuder am besten ein paar von diesen Stickbomben. Der hat gesessen. Ist gut runtergefallen, nicht so gut. Jetzt ein bisschen länger als sonst. Ist ein bisschen Glückssache. Ob die beiden. Ihr könnt auch noch ein bisschen länger warten, bis ihr die ersten beiden Verderbnispfeile auf sie drauf schießt. Aber wie ihr seht, auch so geht's ziemlich einfach. Und das Gute ist jetzt, manchmal sind hier auch noch Grauhabichte, die frieren dann zusätzlich die Donnerkiefer noch ein. Das hatte ich auch schon einmal das Szenario. Dann könnt ihr hier einfach runterlaufen. Könnt hier Metallscherben und was weiß ich nicht alles einsammeln. Und könnt dann die Donnerkiefer looten und kriegt immer drei legendäre Spulen. In meinem Fall jetzt hier eine Eis-, eine Abriss- und eine Tarnungsspule. Echohülsen, Lohe, Kühlsaft, Zünder. Alles, was man so braucht. Und manchmal mehr, manchmal ein bisschen weniger Scherben, aber im Großen und Ganzen doch immer recht viel. In einer ziemlich kurzen Zeit. Das war jetzt verhältnismäßig schon relativ lang. Jetzt können wir noch den anderen looten. Und haben so 6 Spulen in den paar Minuten bekommen. Hier 180 Donnerkieferlinsen, die auch sehr viele Scherben bringen. Plus bei dem Kampf sterben lauter Lanzhörner, von denen ihr auch nochmal Linsen, Kühlsaft, Metallgefäße, alles Mögliche kriegt, wo ihr eure Bomben so gesehen, die ihr manchmal verbraucht, manchmal reicht es auch ein paar Pfeile noch auf die drauf zu schießen. Das war jetzt so gesehen das schlechteste Szenario. Und trotzdem lohnt es sich. Ungemein. Man kriegt Kühlsaft, man kriegt alles wieder raus, was man benutzt hat. Die Eispfeile kriegt man wieder raus. Die Sprengschleudermunition. Das Einzige, was halt wirklich nach und nach verbraucht wird, sind diese Verderbnispfeile. Aber wie ihr seht, ich habe jetzt 15 Stück verbraucht. Und wenn ihr hier geskillt habt, hier Munitionsbauerstelle mit derselben Rohstoffmenge mehr Munition her. Wenn ihr das geskillt habt, geht es auch mit dem Verbrauch. Ihr seht ja, ich habe stelle mit einem Paket 6 Pfeile her. Das reicht locker lange aus. Und wenn euch der Metallbrand ausgeht, geht ihr am besten in eine verdorbene Zone oder sucht euch irgendwelche verdorbene Maschinen und kriegt dann auch wieder diesen Metallbrand. Natürlich, irgendwann, wenn man es sollte diese Brutstätte sein, wenn ihr die geschafft habt, könnt ihr natürlich auch Donnerkiefer überbrücken. Problem an der Geschichte ist halt immer, man muss nah ran. Und wenn man hier oben auf dem Hügel steht,
können sie euch nicht treffen. Es geht einfach. Also sie können schon, wenn man sich ein bisschen doof hinstellt. Aber im Großen und Ganzen geht man kein hohes Risiko ein, wenn man hier oben steht und auf die Donnerkiefer schießt. Und so kriegt man ordentlich Scherben. Und wenn man jetzt hier einfach ein Stück zurückläuft, zum Lagerfeuer oder wohin auch immer, dann werde ich dir gleich sehen. Spawnen die sofort neu, wenn man das Gebiet verlassen hat. Hier drüben ist übrigens der Langhals. Nur nochmal, damit ihr so einen groben Orientierungspunkt habt. Da vorne ist der Gute. Jetzt könnt ihr ja ein Stück weit laufen, Aussicht genießen. Oder alternativ, hier in der Nähe ist auch noch ein Händler hier bei dem Jagdgebiet. Könnt dort kurz hinspringen, Sachen verkaufen, falls euer Inventar, Modifikationsplätze oder was auch immer, wenn das alles voll ist. Könnt ihr mal eben da hinspringen, macht nochmal Scherben, weil diese Modifikatoren bringen natürlich auch nochmal etwas und man braucht ja auch nicht alle. Kommt dann wieder zurück zum Lagerfeuer, wenn euer Inventar ordentlich gut leer ist und man sieht schon da vorne, sie sind neu gespawnt. Und dann läuft man wieder zurück, stellt sie oben auf den Stein und schießt wieder Verderbnispfeile. Auf die Donnerkiefer. Und die erledigen dann eigentlich den Rest. Ihr braucht keine Rüstung, ihr braucht gar nichts, nur halt einen Kriegsbogen. Ich kann sie noch nicht überbrücken, aber alles, was ich in den Brutstätten. Genau. Wie ihr gerade gehört habt, Donnerkiefer kann ich wirklich noch nicht überbrücken. Und wenn man die beiden jetzt wieder gegeneinander kämpfen lassen würde, man kann auch ein bisschen warten, bis der ein bisschen näher kommt. Der kommt manchmal auch bis hier vorne hin, bis hier so. Ja, der sieht uns jetzt gleich. Ist kein Problem. Ich mache es meistens so, ich schieße zuerst hier auf ihn. Und dann kommt der andere meistens einen Schritt näher. Und so kriegt ihr ordentlich Erfahrung. Scherben, Spulen, alles, was das Herz begehrt. Wie gesagt, das Einzige, was man braucht, ist dieser Kriegsbogen. Den könnt ihr bei jedem Händler oder fast jedem Händler eigentlich kaufen, wenn ihr das entsprechende Level habt. Ich weiß jetzt leider nicht genau aus dem Kopf, welches Level man genau dafür braucht, weil ich direkt die Jagdgebiete gemacht habe. Und wie ihr seht, ich bin jetzt Level 34 und habe mit Level 27 schon alle Jagdgebiete erledigt gehabt. Wenn man sich da nicht ganz doof anstellt, geht es ziemlich einfach. Ich kann da noch Tutorials zu hochladen, das werde ich vielleicht auch tun zu den Jagdgebieten, um einfach mal so einen kleinen Einblick zu geben, wie diese Jagdgebiete funktionieren. Und das war es eigentlich schon vom Tutorial. Gerade wenn man jetzt nämlich auf das New Game Plus hinspielen will, noch ein bisschen Scherben farmen will, ein paar Spulen noch auf der Tasche haben will, damit man dann halt im neuen Spiel Plus behält man ja seine Sachen außer Questgegenstände. Und alles ist aber exorbitant teurer. Und jede Maschine ist halt auch sehr viel stärker. Deswegen ist das eine sehr, sehr gute Methode, um einfach alles nochmal auf Vorrat zu kriegen. Scherben, Materialien, alles, was das Herz begehrt. Um dann gut ins New Game Plus zu starten, weil das alles keine Questgegenstände sind, die man ja hier bekommt. Und von daher bedanke ich mich fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da. Und ihr könnt auch gerne meine Let's Play zu Horizon Zero Gut Dawn so. angucken. Und dann sieht man sich in einem nächsten Video. Euer Aris.